wenn immer noch so viele Männer und ältere Männer eben über dieses ganze Geld verfügen, dass dann viel zu wenig in Frauen und vor allen Dingen Themen investiert wird, die sich eben auf Frauen fokussieren. Er glaube nicht an die Gruppe der menopausalen Frauen, also er glaube, diese Zielgruppe existiert nicht. Hm. Und dann habe ich selbst auf Nachfrage ihm die ganzen Zahlen geliefert. Ich habe ihm irgendwie so ein 2-Seiten-Dokument an der Größe der Zielgruppe geliefert und selbst dann hat er noch nicht daran geglaubt und hat eben gesagt, er würde da rein nicht investieren. Ich habe die Ehre, heute mit 3 wunderbaren Frauen über das Thema Female Health Tech zu sprechen, Female Health Products und warum es sich lohnt, darin zu investieren. Deswegen möchte ich auf die Bühne bitten, Dr. Vivian Kahl, Maxi Mattisen und Monique Leonhardt. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich würde gerne gleich einfach mal damit starten. Ich habe es mir gespart, euch vorzustellen, was ihr genau macht, was eure Produkte sind. Deswegen würde ich euch bitten, einmal zu starten. Vivian, erzähl uns mal, was ist dein Produkt und was vielleicht auch für alle, weil es ja um Investment geht, auch interessant ist, kurz deine Reise, wie kam es, wie hast du gegründet und wer ist bei dir investiert? Super gerne. Also genau, wie bin mein Name? Ich bin eigentlich promovierte Apothekerin von Hause aus und habe damals in der Apotheke den Need entdeckt an Vaginalcremes gegen Trockenheit und habe mich dann zum ersten Mal mit meinen jungen 26 Jahren mit diesen Cremes beschäftigen müssen aufgrund der großen Nachfrage und habe dann gesagt, wieso sind die ganzen Produkte eigentlich so, wie sie sind, von den Inhaltsstoffen, vom Branding her und kann man das nicht irgendwie besser machen? Und dann habe ich eben mich kurzerhand selber ins Labor gestellt, eine Creme entwickelt, die ganz groß getestet lassen. Und die Frauen waren total begeistert, sodass ich meine Liebe für das Unternehmertum entdeckt habe und daraufhin ein Startup gegründet habe. Und bin also von der Apothekerin zur Unternehmerin geworden, haben dann relativ früh unsere erste Runde geraced mit der lieben Dörte zum Beispiel, unter anderem, die gerade fleißig Fotos macht, weil sie so stolz ist. Dann aber auch jetzt erst kürzlich unsere 2. Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und wir haben mittlerweile 24 InvestorInnen an Bord tatsächlich. Holzbrink ist der Lead-Investor. Dann sind so tolle Leute wie natürlich dabei wie Dörte, aber auch Tina Müller, Gründerin Lena von Beastwood Benefits, der Benedikt von Jungglück, also von verschiedenen D2C-Brands. Und wir suchen uns halt eben die InvestorInnen mit Expertisen aus verschiedenen Bereichen aus, sodass wir uns immer das ganze Wissen ziehen können von den Leuten. Und das ist unheimlich gut für unser Business und das Wachstum. Super, vielen Dank. Magst du dich gleich mal anschließen? Ja, Maxi wahrscheinlich. Ja, hallo, schön euch kennenzulernen. Mein Name ist Maxi Mattisen. Ich habe Femna Health gegründet. Femna Health ist eine Aufklärungs- und Therapieplattform für die Frauengesundheit. Und was kann man sich genau darunter verstehen? Also wir sind hauptsächlich im B2C-Geschäft tätig. Wir bieten Home-Diagnostik, wir verschicken Tests, Hormontests für die Frauen nach Hause. Wir beraten zu den Testergebnissen und wir bieten Online-Coachings und Learnings über Masterclasses. Also wirklich Aufklärung und Therapiebegleitung. Wir sind schon relativ alt, seit 2016 am Markt, durch Corona sehr stark befeuert, sind wir 500% gewachsen, merken aber, dass der B2C-Markt eine natürliche Grenze hat in Deutschland. Also deutsche Frauen sind nicht gewollt, so viel Geld für ihre eigene Gesundheit zu bezahlen. Wir haben ein tolles Gesundheitssystem. Und deswegen sind wir aktuell in einer Transitionsphase, wo wir uns den B2B-Markt genauer anschauen, insbesondere Versicherungen. Und sind jetzt seit letzter Woche, haben wir ein Endometriose-Programm mit der Techniker Krankenkasse gelauncht, worauf ich sehr stolz bin, freut mich total. Und wir merken einfach, das zieht richtig. Wir sind hauptsächlich Angel-finanziert und wir haben teilweise diese Angel-Investments hebeln lassen oder die wurden gehebelt von der IBB, von der Berliner Investitionsbank. Wir haben sehr stark auch von staatlicher Unterstützung über unterschiedliche Innovationsprogramme profitiert. Und ich glaube, das ist für uns so der richtige Weg. Viele Venture Capitalisten oder VCs sagen, das ist nicht genug skalierbar, weil es halt sehr, sehr stark auf Deutschland fokussiert ist, unser Business Model. Aber damit bin ich auch ganz happy. Danke dir. Monique. Ja, hi. Ich bin Monique Leonhardt, eine von 2 Gründerinnen von XxX Women in Balance. Und wir haben eine Plattform für Frauen rund um die Themen Wechseljahre, Hormonbalance und gesundes Altern. Und wir verkaufen, das ist ein D2C-Modell, wir haben einen Online-Shop und verkaufen Nutrition-Produkte und auch Online-Kurse eben rund um diese Themen. Und wir sind, uns gibt es seit 2012,
20, also wir sind im Februar direkt vor dem ersten Lockdown haben wir gelauncht, unseren Online-Shop. Die ersten 2 Jahre komplett gebootstrapped, sehr viel über Meta-Ads gewachsen und haben jetzt seit letzten Jahr Januar Investoren mit drin, sowohl die Ikona AG, die kennt man vielleicht auch, weil die auch in Foodspring investiert waren oder Pets Deli, und die Auxo kennt man vielleicht auch, ist ein Female Founders Fund. Wenn man jetzt so ein bisschen die Nachrichten auch der letzten Monate vor allem, würde ich sagen, begleitet und ein bisschen anhört, dann merkt man, dass das ganze Thema Female Health Products, Femtech, alles so, ja, wie so ein Hype eigentlich schon bekommt. Warum glaubt ihr, ist das jetzt erst? Ist das, weil ich meine, Frauen gibt es ja schon ein paar Jährchen länger, insofern, was glaubt ihr, dass da, was da jetzt so diesen Sprung gemacht hat? Monique, magst du da gleich mal anfangen? Klar, gern. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir speziell mit X2X haben sehr stark profitiert von, ich sag mal, der Welle sehr erfolgreicher Female Startups in diesem Periodenbereich. Also zum Beispiel Uya kennen ihr wahrscheinlich sehr viele, und da gibt es noch sehr viele andere Female Company. Gab es einfach sehr viele sehr tolle Unternehmen und auch Unternehmerinnen, die, ich sag mal, den Weg für uns gesegnet haben, die auch vor allem sehr lange gebootstrapped haben, zum Teil, weil sie kein Investment bekommen haben. Und ich sag mal, als wir losgegangen sind und angefangen haben zu bootstrappen, kamen eigentlich sehr viele InvestorInnen schon auf uns zu und sagten, wow, Menopause, super toller Markt, da gibt es irgendwie noch nicht so viel, können wir in euch investieren? Und ich meine, sowohl Auxo als auch Ikona kamen letztendlich auf uns zu und wollten gerne in uns investieren, obwohl wir damals gar keine Investoren wollten. Und ich glaube einfach, wir haben echt sehr viel davon mitgenommen, dass andere Frauen in dem Periodenbereich jetzt für uns speziell da schon viel Vorarbeit geleistet haben. Maxi, wie siehst du das? Ja, also ich habe ja vor Femna eine Firma gegründet, die Menstruationstassen vertreibt, und damals war es ziemlich uncool und ich wurde nicht irgendwie Radio und TV-Stations haben gesagt, nee, das können wir unseren Leserinnen und Lesern nicht so richtig zutrauen. Ich würde sagen, heute ist es sexy, auch ein Menstruations-Startup zu machen. Ich würde sagen, das hat sehr viel zu tun mit dieser Awareness-Creation. Man hat wirklich Tabus gebrochen, wir haben Marketing-Kampagnen geschaltet. All das hat dazu beigetragen. Und ich glaube, so langsam ist wirklich der Groschen gefallen, dass Female Health the most underserved and underresearched topic ist, was ich aktuell kenne. Wir haben in Deutschland allein 17 Millionen betroffene Frauen. Es gibt eine riesen australische Studie, 92% der Frauen sagen, sie haben Menstruationsschmerzen. Und so langsam ist es in den Köpfen angekommen, dass es nicht normal ist. Und ich hatte gestern ein Interview mit Frau Professor Mexner von der Charité. Der ist nochmal ganz schön verdeutlicht. Vor 50 Jahren haben Frauen 40 Mal ihre Menstruation bekommen, ne? Weil erst Kind, Stillzeit, nächstes Kind. Heute 400 Mal. Und das macht natürlich was mit dem Körper. Und das war so ein bisschen ihre Theorie, warum auch dieses Topic relativ neu ist, warum es so viele Endometriose-Betroffene gibt, warum so viele Frauen PCOS haben, weil wir halt erst mit 30 anfangen, Kinder zu bekommen. Und es ist aus meiner Sicht ein Riesenmarkt, aber krass underserved. Wir hatten auch Probleme beim Fundraising. Wir beweisen jetzt, dass es wirklich sehr profitabel ist, auch in diesem Markt wirtschaftlich tätig zu werden. Aber ja, genau. Das ja. Vivien, du hast auf jeden Fall sehr viele Fotos produziert oder durch euer Auftreten letztens auf dem M-Stories Festival. Muss ich sagen, ihr hattet hinten bei euch die Aufkleber drauf, Muschi-Creme sucht Ops-Manager. Was ich auch als Frau selbst sage, ich fand es einfach cool, ja, einfach auch damit noch ein bisschen offensiver damit umzugehen. Ist das jetzt auch in eurem Fall, ja, ist das so ein Thema, spricht man jetzt nicht wirklich drüber, und dann gibt es diese Werbungen, die kennen wir alle, na, das ist so, das betrifft eigentlich nur die Frau, die ist schon ganz, ganz alt. Ist das, also wie fühlt sich das jetzt für dich an, als junge Frau so ein Produkt auf den Markt zu geben? Ist da immer noch so eine Hemmung, wenn du sagst, das ist mein Produkt? Weil jetzt eben Supplements oder so, das glaube ich, kann man noch besser verargumentieren, weil das ist jetzt nicht so intim. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also um es kurz zu machen, null. Ja. Ich glaube, es ist eine ganz gute Übung, als Apothekerin tagtäglich da zu stehen und ganz viel darüber zu reden. Und ansonsten bekomme ich auch nur positives Feedback. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es immer noch ein Bubble-Thema, auch wenn du jetzt sagst, irgendwie ist es in aller Munde und da tut sich doch was. Ich glaube, es ist eine extrem große Bubble, in der wir uns befinden, und vermeintlich auch, also ich möchte einfach mal die Hypothese aufstellen, dass es gar nicht so ist, dass es so viel in Female Health Startups investiert wird, sondern dass es eher medial aufgemacht wird, weil was
im Markt passiert oder was in der Investmentszene passiert, ist immer noch was komplett anderes. Vor allen Dingen, wenn man auf die VCs zugeht, weil die VCs einfach immer noch hauptsächlich von älteren Herren besetzt sind. Und da habe ich eine ganz, ganz tolle Anekdote. Ich habe tatsächlich mit kaum VCs gesprochen, weil wir eigentlich gar keine VCs an Bord holen wollten. Aber einer, da ging unser Raising eben ins Investmentkomitee und da sagte ein Herr, er glaube nicht an die Gruppe der menopausalen Frauen. Also er glaube, diese Zielgruppe existiert nicht. Hm. Und dann habe ich selbst auf Nachfrage ihm die ganzen Zahlen geliefert. Ich habe ihm irgendwie so ein 2-Seiten-Dokument an der Größe der Zielgruppe geliefert und selbst dann hat er noch nicht daran geglaubt und hat eben gesagt, er würde da rein nicht investieren. Und das ist eben das grundsätzliche Problem, glaube ich, das wir haben, dass wenn immer noch, und das weiß man ja mittlerweile zu Genüge, dass wenn immer noch so viele Männer und ältere Männer eben über dieses ganze Geld verfügen, dass dann viel zu wenig in Frauen und vor allen Dingen Themen investiert wird, die sich eben auf Frauen fokussieren. Deswegen ist es dann auch wahrscheinlich, ist mit Augso und Tina Müller, also sieht man natürlich schon, der weibliche Anteil der Investorinnen ist dann offensichtlich doch noch höher. Absolut und natürlich gerade Tina, die kennt das Thema der Menopause zu Genüge und die war Fan der ersten Stunde, weil sie da eben so einen riesen Bedarf sieht und so einen offenen Markt, der einfach noch gar nicht besetzt wird und dass eben, wie Monique sagt, dass das Thema Menopause einfach auch noch total unterrepräsentiert ist, weil es eben noch immer unsexy ist. Wir hatten gerade vor 5 Minuten das Gespräch über PR und dass auch die PR das einfach immer noch nicht so gerne featuren will, weil es einfach nicht so gern gesehen wird, obwohl ja, ich sag mal so, die Frau ab 40, Mitte 40 kommt in die Perimenopause. Das heißt, wir verbringen irgendwie knapp die Hälfte unseres Lebens in Perimenopause und Postmenopause. Und das ist die Hälfte der Bevölkerung. Und das ist ja einfach Wahnsinn. Das heißt, Maxi, du hast es ja auch gerade schon gesagt, dass dann auch wieder schwierig in der Argumentation ist, weil das jetzt in eurem Fall tatsächlich dann sich ein bisschen auf den Dachmarkt ja beschränkt. Wenn du jetzt in die Argumentation gehst, aber warum sollte man dann doch da investieren? Was sind deine Argumente? Na, also allein das Thema Endometriose kostet jährlich pro Person 7.000 Euro. Ne? Das sind Krankenhäuser, das sind Emergency Room Visits, das sind so viele Behandlungskosten, die da auf die Versicherten zum Beispiel, die Versicherer zukommen. Wenn du da, was wir ja machen, ist Education, das ist Health Literacy zu fördern, also Education. Und es ist bewiesen, dass du über Health Literacy viel, viel weniger Hospitalisierungsraten hast, dass du den Krankheitsverlauf verminderst, dass du Frauen, dass sie wissen, was mit ihnen los ist, nicht direkt in die Rettungsstelle gehen, was alles Kosten verursacht. Wenn wir da argumentieren können, okay, über unser Programm klären wir besser aus, wir begleiten die Therapien, da spart man so und so viel Geld, das kostet aber so und so viel Geld. Also das kann man sich, jede 10. Frau ist von Endometriose betroffen, das ist nur eine Zyklusbeschwerde, dann hast du PCOS, es ist einfach die Masse an Menschen, ist gigantisch, nur dadurch, jeder kennt ja Diabetes, aber das ist so weit verbreitet wie Endometriose zum Beispiel, das finde ich halt so krass und es ist eine chronische Krankheit, die nicht geheilt werden kann, das heißt, sie muss begleitet werden, Ärzte haben im Durchschnitt nur 7 Minuten Zeit pro Patienten, das heißt, man kann halt durch Digitalisierung ganz, ganz viel diese Education kompensieren, beziehungsweise da einfach komplementär behandeln, ne, zusätzlich. Und ja, also da ist sehr, sehr, sehr viel Geld in dem Markt, aber dadurch, dass es so krass unbekannt ist, wer kennt hier PCOS, wer kennt Endometriose? Keiner. Aber Diabetes kennt jeder und das ist, weil es sind Frauenkrankheiten. Mhm. Und deswegen sage ich, es ist halt so ein Under-Research-Topic. Ab 1993 wurden Frauen erst in Studien zugelassen. Medikamente an Frauen wurden an Männern getestet. Deswegen weiß man nichts über diese Krankheiten. Und wenn man nichts darüber weiß, wird nicht viel gesprochen darüber. Und ich glaube, da tragen wir auch aktuell, also die Start-up-Szene, wirklich über Social Media, das Internet. Das schafft so, so viel Awareness, dass ich glaube, jetzt einige sich Endometriose wissen vielleicht, was das ist, aber vor 5 Jahren war das Endo what? Ne? Und genau, dieses Unwissen, aber diese Verbreitung dieser Symptome und Krankheiten ist schon erstaunlich. Mhm. Vielleicht kann ich sogar mal kurz ergänzen, weil Gerne. Ich glaube, es ist ein Mix aus der Marktgröße. Ich meine, Vivian hat ja auch gerade schon gesagt, Perimenopause und Postmenopause geht ab den 40ern los und ich glaube, viele männliche Investoren, die denken, ach, die Menopause ist eine zu kleine Zielgruppe, denken halt, ach ja, das geht so Mitte 50 los, dann hat die Frau irgendwie 3 Hitzewallungen und dann ist es nach 1-2 Jahren wieder vorbei. So ist es aber eben nicht. Der ganze Übergang dauert allein 10 bis 20 Jahre.
Und ich glaube, das in Kombination mit dem Pain Point, also wie hoch ist denn eigentlich der Pain? Weil das ist nämlich auch bei Themen wie Endometriose oder auch bei den gesamten Wechseljahresbeschwerden, ist auch der Pain Point so hoch. Und ich meine, wenn man jetzt als Investor oder Investorin darüber nachdenkt, ich habe einen riesen Pain Point und ich habe einen sehr großen Markt, dann ist da sehr gutes Potenzial, da auch rein zu investieren, weil da funktionieren dann eben auch wirtschaftlich die Startups. Das hat eigentlich, jetzt, wenn ich das so höre, was ihr sagt, es wird in dem Fall gar nicht so sehr, also anders gesagt, normalerweise sind Daten ja immer die Grundlage für Investitionen, für Entscheidungen, die man trifft. Aber in dem Fall ist ja, es hört sich von euch dreien so an, dass eigentlich die Datenlage gar nicht angeschaut wird. Also wie argumentiert man das dann jetzt, wenn ihr jetzt da gegenüber dem Investor zu sagen, aber ich meine, die Zahlen sind ja da, es gibt ja Studien offensichtlich dazu. Vivian? Also meine Erfahrung, das habe ich gerade in dem Beispiel schon erzählt, ist, dass wenn sie einmal sich fest erschlossen haben, dass das keine Zielgruppe ist, dann kriegt man sie auch nicht mehr überzeugt. Das heißt, man muss schon auf Leute treffen, die offen gegenüber diesem ganzen Thema ist. Und das ist einfach das Allerwichtigste. Und man kann sie ein Stück weit noch überzeugen, aber wenn es da wirklich Leute gibt, die da fest entschlossen sind, dann, meine Erfahrung ist so, dass es dann leider nichts mehr zu machen ist. Nichts mehr zu machen. Ja, das ist traurig. Aber gut, es gibt ja mittlerweile, dass ihr sagt, immer mehr die weiblich geführten Investoren, die Funds, die genau das dann prägen. Wenn ihr jetzt mal so einen Ausblick in die Zukunft machen würdet, zwei Sachen. Zum einen, was würdet ihr euch wünschen? Ja, also was ist so, wenn ihr euch das malen könntet? Und was glaubt ihr aber, wie es tatsächlich jetzt in den nächsten Jahren in dem Bereich weitergeht? Maxi, magst du einmal anstarten? Also was würde ich mir wünschen von Investorenseite? Ja, nee, auch von Gesellschaft, alles. Also wie sich dieser ganze Markt entwickelt. Also ich wünsche mir natürlich für die Frauen viel, viel mehr Forschung in dem Bereich. Wir wissen halt immer noch nicht, wir kennen die Ursachen nicht. Es ist ganz schwierig, diese Krankheiten zu heilen. Es ist sehr, 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 sehr teuer für das Gesundheitswesen, so viele chronisch Kranke zu haben. Und ja, dass einfach auch Gesprächszeit beim Arzt, also die Professorin Frau Mexner, die sagte mir, wie kann es sein, das ist jetzt, also ich argumentiere jetzt gegen meine eigene Firma, aber wie kann es sein, dass eine App vom Staat 500 Euro pro Quartal bekommt über digitale Inhalte und sie als Professorin, Leiterin des Endometriosezentrums an der Charité 10 Euro für ein Gespräch. Das steht in keinem Verhältnis. Wir brauchen mehr Aufklärung und Aufklärung von ärztlicher Seite muss von den Versicherungen bezahlt werden, weil es bewiesen ist, dass diese Health Literacy, diese Education so krass Kosten spart. Und das ist komisch, also die kann dreimal pro Jahr operieren. Da fragt keiner, ob diese OP sinnvoll ist, weil Endometriose kommt ja immer wieder. Dafür kriegt sie Geld und für Gespräche nicht. Und also Digitalisierung ist super, aber ich finde diese Healthcare Professionals, die wirklich an der Frau sind, die müssen adäquat für Gespräche bezahlt werden. Und für Investoren wünsche ich mir manchmal mehr Patient Capital in den Bereichen, die so ein bisschen, also dieser Markt ist halt noch überhaupt nicht besetzt. Wir sind seit 2016 in so einem krass changing legal environment unterwegs mit Telemedizin, ja, während Corona, dann wieder nicht, dann wieder halb, dann in Einzelfällen. Und da durchzunavigieren, da musst du die ganze Zeit pivotieren gefühlt und dich immer anpassen, super agil sein. Und das braucht ein bisschen mehr Zeit. Und da können wir nicht von heute auf morgen irgendwie 50 Millionen Umsatz machen. Da muss man erstmal so ein bisschen seinen Weg finden und ein bisschen mehr Patience haben. Das würde ich mir wünschen von Investorenseite. Monique. Ja, ich kann tatsächlich Maxi nur zustimmen, was das Thema Forschung angeht. Und ich glaube, das andere Thema, was ich mir sehr wünschen würde, wäre, dass die Presse auch diese unangenehmen, diese Tabuthemen ein bisschen mehr featured. Weil was wir viel bekommen, ist Female Founder-Presse. Das ist toll. Ich würde sagen, heutzutage ist es wirklich, als Female Founderin wird man viel gestärkt. Könnte wahrscheinlich auch noch besser sein, aber ist auf jeden Fall schon ziemlich gut. Wenn man aber mit verschiedenen Presse, wirklich, wenn ich zur Elle, Gala, Brigitte, zu allen möglichen Presseredaktionen gehe, wird halt sehr oft das Thema Menopause nicht gefeatured. Da gibt es halt eine kleine Ecke irgendwo in der Zeitschrift für ein Kollagenprodukt. Das kriegt man noch, aber dieser große Artikel über die Perimenopause, ich meine, die Elle hat es einmal gemacht, das war schön, aber mir fehlt es noch, dass da einfach mehr zum Thema Intimtrockenheit, wie viele Frauen leiden darunter, Gelenkschmerz. Es gibt einfach so Themen, die sind nicht schön, aber da müssen wir mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Also, dass auch wirklich die Presse ein bisschen mehr an der Aufklärung mitmacht und wir eben nicht nur über Social Media das betreiben können. Danke, Vivian.
Du hast quasi das Schlusswort. Oh. Ich glaube, wir könnten einfach extrem viel dadurch lösen. Jetzt einfach nur noch ergänzend dazu. Ich würde die beiden Punkte absolut unterstreichen, aber noch einfach viel, viel mehr dadurch lösen, wenn es mehr weibliche InvestorInnen gibt. Das heißt, es muss einfach viel, viel mehr passieren, wenn es darum geht, Frauen hinsichtlich Educaten, wie investiere ich in Startups, wie werde ich Business Angel etc. pp., weil dann können wir viel, viel mehr erreichen, als wenn nur Männer da sind, die eben von diesem Problem der Frauen keine Ahnung haben. Vielen Dank euch. Es ist 20 Minuten sind tatsächlich kurz, habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Wir könnten noch viel mehr in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, es ist schon rübergekommen, was eure Message ist. Es muss halt sichtbar sein, wie alles. Ne? Ich meine, es geht ja nicht nur um das Thema. Das war mir auch ganz wichtig. Ich meine, das ist jetzt ein Thema, ein Female-Thema, aber es gibt ja noch tausend, es gibt mit anderen Krankheiten, mit anderen Themen in anderen Branchen, was Nischen sind, im Endeffekt Sichtbarkeit zu schaffen. Und ich finde es toll, dass ihr da genau dafür aufsteht und jeden Tag dafür kämpft, als Frau. Ich gehöre schon, die sind 40 plus. Ja? Es gibt tatsächlich ein paar mehr davon. Und vielen Dank für euren Einsatz, für eure Passion und dass ihr hier eure Erkenntnisse und Insights mit uns geteilt habt. Dankeschön.